Hey Leute, weiter geht's hier mit die Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, mit mir, dem Dracoard und der Utgerd. Immer noch die Unbeugsame. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach Jorgen Windrufershorn und... Ja, was haben wir denn das letzte Mal gemacht da unten? Wir haben uns dieses Wort geholt, das Wort der Macht, was es hier in Ustengraf im tiefen Gewölbe zu holen gibt. Schaut mal, wie schön das Wasser da schon glänzt. Ja, da unten dieser kleine Bogen da, ne? Da an der Mauer geschrieben, ihr kennt es ja mittlerweile. Ja, die Leute, die selber Skyrim spielen, die kennen das mit Sicherheit auch, wie das Ganze aussieht, diese Wände. Ich mag nochmal ganz kurz hier reinschauen, zwar bei den Schreien, dass das auch wirklich tatsächlich der Fall war. Wirbelspinnen, kein... Ja, Moment, irgendwas haut hier nicht hin. Wir müssen uns nochmal ganz, ganz fix das Wort holen. Ich weiß nicht, was hier los war. Keine Ahnung, spielt auch keine Rolle. Es ist ganz, ganz fix erledigt. Allzu weit war es ja nicht. Ach ja, ach ja, ach ja. Normalerweise sollte es gespeichert sein, aber ihr wisst ja, wie das manchmal ist. So, zack, einmal das Wort der Macht. So, zack, Wort der Macht gelernt. Dein Schwinden, ätherische Gestalt. So, zack, das hätten wir. Dann waren wir noch hier drinne. Oh, während hier ich nichts mehr sehe. Dann kommt hier natürlich der nette Herr raus. Der nette Herr Traukre. So, zack. Während der Utgerd natürlich uns kräftig unterstützt hat, dann nehmen wir natürlich das Gold hier mit. Hier dürfte dann ja auch noch das Gold drinne sein. Und weiter waren wir ja Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank deswegen, weil wie gesagt, es hat einfach nicht gespeichert. Wieso, weshalb, warum auch immer. Ja, spielt in dem Moment keine Rolle. Ist im Endeffekt wurscht. Solange wie das nicht öfters auftritt, denke ich mal, passt das alles schon. Gut, also, wir waren da drinnen, wir haben uns das Wort der Macht zurückgeholt und jetzt gilt es natürlich, den Weg hier weiterzufinden, weiterzugehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie, was, wieso, weshalb, warum? Nein, es stellt sich natürlich die Frage, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Wie geht es weiter? Denn wir sind ja von dort oben gekommen, ja? So, ich... Du kannst einfach mal, zack, mich mal auf der Karte so hinstellen, dann wissen wir hier ungefähr... ist diese nette Wand, dieser Schrein. Und hier kommen wir dann im Endeffekt hoch. Wir müssen aber hier lang. Also hier rüber. Ups, die Konsole wollte ich jetzt nicht öffnen. Nichtsdestotrotz kommen wir einfach mal hier lang. Und mal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Denn hier waren wir auch noch nicht. Also zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Also Gorundum. Ah, Mensch, Leute. So, Gorundum Erzader. Ja, schürfen bringt natürlich nichts. Dafür brauchst du eine Spitzhacke, ja. Haben wir natürlich nicht mit. Ja, wird eigentlich so langsam mal Zeit, dass ich mir das aufschreibe, wo es was gibt, denn... Wenn wir schmieden wollen und das kommt mit Sicherheit irgendwann mal so richtig schön vor, dann wäre es natürlich praktisch, einfach mal... zu wissen, wo es das ganze Zeug gibt, was wir brauchen. So, Gold. Nehmen wir mit. Zaubertrank der Ausdauer natürlich auch. Zaubertrank der geringen Ausdauer. Natürlich. Bebänder der Eisenrüstung. Gewicht 35, Wert 200, ja. Ist... Aber Rüstung 45, Leute. So, da will ich nämlich direkt mal, zack, hier reinschauen. Bekleidung. So, Bebänder der Eisenrüstung. Was haben wir denn eigentlich aktuell an? Zwergenhelm, Zwergenpanzerhandschuhe, Zwergenrüstung. Ja, die bietet 55, deswegen gönnen wir das mal Utgerd. Ja, wir gehen gleich weiter, liebe Utgerd. Was braucht ihr? Ja, ich möchte dir was geben. Dazu schauen wir natürlich erstmal hier. So, den alten Nordzweihänder, den können wir ihr natürlich überreichen. So, mehr nicht. Okay, alles klar. Und dann natürlich das hier. Ich weiß nicht, ob du das anziehen magst. So, de facto dann können wir jetzt... Los. Genau, dann mal los. Einfach mal weitergehen. So, hier ist nämlich auch nichts weiter. Hier ist ein bisschen... Wobei, wenn wir jetzt hier runtergehen... Hier waren wir nämlich auch noch gar nicht. Ich merke es schon. Ich habe irgendwie so ein leichtes, klitzekleines, leichtes Problem. Nach wie vor, was dem Maus angeht. Was dem Mauszeiger angeht. Dass der einfach mal da ist, obwohl er nicht da sein sollte. Also der aus dem Windows raus, meine ich. So. Traukre, deine Sachen haben wir mitgenommen. Und ansonsten geht es hier nirgendwo hoch. Also nicht zumindest, dass ich das sehen würde. Kommen wir vielleicht dahin. So. Okay, up. Kommen wir nicht hier hoch? Nein, wir kommen natürlich nicht hoch.
Ich weiß nicht, was passiert, wenn man jetzt hier so ein bisschen hochklitschen quasi, ja? Ich weiß, ist nicht unbedingt die schöne Art und Weise, aber andererseits, ich habe keine Ahnung, ob es hier noch irgendwas Verstecktes gibt. Ich weiß es nicht, ich mache ja wieder Mist, ist mir auch klar. So, zack, einmal hier. Dann einmal hier. Oder auch nicht. Einmal hier, dann rutschen wir. Solange wir rutschen, kann man nicht springen. Das ist mir mittlerweile auch klar. Zack. Was ist hier sonst? Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Hier, hier. Wo die liebe Utgard ist, weiß ich auch gerade nicht. Irgendwo läuft es auf jeden Fall lang. Oh, hoppla. So, da kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Und, naja, gut. Okay, vielleicht sollten wir tatsächlich wieder hier runter. Nichts weiter zu sein scheint. Laufen wir doch einfach mal. Moment, was ist? Was glänzt hier so auf dem Boden? Ach, das ist einfach nur. Alles klar, vom Boden her. Dann gehen wir doch einfach mal. Hä? Wo kommt sie denn her? Wir sind hier hochgegangen, genau. Alles klar. Ja. So, wir gehen einfach den Weg hier zurück. Zunächst mal den Weg zurück und schauen mal, ob wir nicht woanders noch langkommen. Denn wir müssen ja irgendwie in Richtung York in Windruches Horn. Das habe ich nicht vergessen, Leute. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen sind wir ja überhaupt erst hier unten reingegangen. Macht ja auch keinen Sinn, hier unten reinzugehen, wenn man nicht unbedingt auf der Suche nach irgendwas ist. Wobei doch, Exploration natürlich. Was erzähle ich denn da? Man möchte natürlich alles entdecken. Von daher ist es doch gar nicht mal so schlimm. So, wartet mal. Ah ja, dann rennt sie wieder... Ach ja, liebe Leute, die Utgard, ja, die verhält sich so richtig schön weiblich, rennt mal einfach in den Weg rein. Wobei, man kann das ja auch nicht verallgemeinern. Nicht jede Frau ist so, aber ja. Das hat sie definitiv mit Lydia gemeinsam. So, und schaut mal. Da unten, ja, da unten waren wir eben. Da ist das, da war dieses Wort der Macht. Was haben wir denn hier? Okay. Ich höre hier seltsame Geräusche. Und schaut mal da. Ja, danke, lieber Utgard. So, was ist das denn jetzt hier? Das ist schon wieder irgendein Rätsel. Das ist mir auch klar. Kann es sein, dass wir... Schaut mal. Nein, okay, so einfach funktioniert das also auch nicht. Können wir vielleicht... Komm mal her, lieber Utgard. Wobei, nee, bevor wir das versuchen, mag ich erstmal da oben reingehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich die junge Dame dann hier unten stehen lasse erst einmal und sie dann wieder rufe... Vorausgesetzt, das funktioniert. Schön, dass du müde bist. Vorausgesetzt, das funktioniert, ne? Dass sie dann quasi nach und nach die Türen öffnen und wir da durchgehen können. Stellt sich natürlich die Frage, ob sie dann zu uns durchkommen kann oder wir dann da hinten alleine sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht sehen wir aber auch hier oben drauf irgendwo jetzt einen Hinweis. Das weiß ich auch bloß nicht. So, Begräbnisurne. Nehmen wir mit. Also das Geld. Noch ein Zaubertrank und ja, noch mehr Geld. Und hier scheint es aber auch nichts weiter zu geben. Ja, Utgard, was ist denn mit dir los? Warum bist du so müde? Ich weiß es nicht. Wir tun jedenfalls mal jetzt hier runtergehen. Zack. Wir speichern jetzt erstmal. So, zack. Wupp. Komm mal her, lieber Utgard. So. Gehen wir. Wo steht's denn? Ja, wartet hier. Geht vor, ich halte hier Wache. Oh mein, das funktioniert leider nicht ganz so gut.
Kann ich sie denn irgendwie rufen? Oh, Leute, das Gehen ist jetzt... Wir? Geht voran! Ja, komm mal her, Utgert. Halt. Wir halten an. Was ist los? Dann mal los. Da bin ich nicht schnell genug gewesen, ne, Leute? Ich weiß es nicht. Wie sollen wir das Rätsel lösen? Also offenbar funktioniert es ja nicht ganz so einfach. Ah, doch, 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 Leute, ich hab's. Wir haben ja diesen einen Schrei bekommen und natürlich, ich erinnere mich, uns wurde ja einst gesagt, dass wir mit diesem Schrei, mit diesem, wie nennt sich's, genau, der Wirbelwindsprint, dass wir damit letzten Endes hier weiterkommen. So. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sollen wir das am besten machen? Oh, kann man den mehrmals einsetzen? Nein, natürlich nicht, ne? Das heißt... Oh, jetzt muss ich mir die Knöpfchen merken. Okay, das war ein bisschen zu spät. Also, noch einmal. Das war nix. So. Okay, noch einmal. Noch einmal, Leute. Ich krieg das schon noch hin irgendwann. So, den kann man also zweimal einsetzen, so mehr oder weniger. Jetzt weiß ich nur nicht, ob... Doch, tatsächlich kommt sie jetzt mit, weil wir jetzt hier durchgerannt sind, ja? Okay, alles klar. So. Macht euch bereit. Da vorn wartet Ärger. Oha. Okay, alles klar. Ich danke dir für den Hinweis. Ja, also, so einfach ist es eigentlich, hier reinzukommen. Was heißt so einfach, wenn man es einmal raus hat, ne? Also, das ist schon eine kleine Übungssache. So, hier vorne wartet Ärger auf uns. Ich frage mich gerade, wo. Vor allem, was ich gesehen haben will. Okay. Das könnte natürlich wirklich Ärger bedeuten hier, denn... Irgendwie. Ich weiß es nicht. Also der Boden. Ja. Wir versuchen. Oh mein Gott. Das ist natürlich schön, dass hier der Boden anfängt zu brennen, ja? So. Oh. So. Ja, ich tue natürlich schon mal wieder richtig, richtig schön, ja, mich hier ins Abseits schießen. Einmal einen Zaubertrank der Heilung. Oder auch mehrere. Danke. So, Moment, wir müssen natürlich wieder hier... Ich tue mal einen anderen Schrei ausrüsten, oje, oje. So, Keins Frieden, Eisform. Eisform können wir eigentlich mal... Ach so, die müssen wir noch erlernen, alles klar. Das heißt, wir müssen noch Drachen erledigen. Alles klar. Und die kleine Spinne, die ist ein wenig verbrannt. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich jetzt, ob der Lautstärke dieses netten Feuers hier. Also die Spinne ist da runtergefallen. Das ist natürlich auch mal schick und hat sich dann selbst einen Arsch verbrannt. Das ist natürlich, kommt auch nicht jeden Tag vor. Von daher ist das schon mal okay, aber ja, so einfach kann es ja letzten Endes gehen. Ich habe gedacht irgendwie, das wäre jetzt ein bisschen komplizierter. Aber mehr oder weniger wird es ohnehin nur Zufall gewesen sein, dass das so einfach war jetzt, dass sie dann wirklich mehr oder weniger da runtergegangen ist. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wir hätten sie mal locker mit unserem netten Schrei nach hinten stoßen können. Mit unserem Wort der Macht, was wir da erlernt haben.
Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich muss mir die Namen einfach mal merken. Wir haben ja hier diesen einen Schrei. Ja, unerbittliche Macht. Genau, so heißt das. Hätten wir natürlich dann diese Spinne auch wahrscheinlich darunter schubsen können. Hätten wir machen können, ja. Haben wir nicht. Wir haben es auch so hinbekommen. So, einmal Spinnen einnehmen wir natürlich mit. Und ja, da kann man natürlich nichts machen. Alles klar. Und hier ist wahrscheinlich gar nichts weiter. Wird der nachher wieder zurückgehen? Ich weiß nicht. Das könnte natürlich sich auch als äußerst schwer erweisen. Und als äußerst todbringend. Oh, Leute, wir werden sehen. Wir gehen erstmal hier weiter. Und vielleicht packe ich dann doch mal eine Fackel aus. Ah, schaut mal, hier ist eine Tür. Eine Tür, ja. Und da ist noch ein Tor. Da müssen wir dann durch. Da können wir die Fackel eigentlich wieder wegstecken. Das Schild auspacken. Zack, einmal hier. Tür auf und rein hier. So was sieht man auch nicht alle Tage. Ja, Utgert, da hast du recht. Und ja, es war doch abzuwarten. Was ist das denn? Okay, jetzt stellt sich hier die Frage, was passiert, wenn wir hier runterlaufen? Was sind das für Steine quasi? Steine, hoffe ich mal, sind das, die hier aus dem Wasser ragen. Leute, okay, auf geht's. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Hier ist ein Traukre, der ist schon tot. Okay, Gold nehmen wir mit, Granatstein auch. Der ist wahrscheinlich schon irgendwann mal hier rausgefallen. Ja, hier hinten ist es natürlich ein bisschen dunkler. Ich hoffe, wir können das auch erkennen, ohne dass ich die Fackel auspacke. Ansonsten müsst ihr mir das mal sagen, dass ich an solchen Stellen... Huch, gescheitert. Bringe das von... Von Jürgen... Moment, sag nur, das ist schon weg. Das heißt, hier muss schon mal jemand gewesen sein? Oh mein Gott, ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm, was hier passiert ist. Rätselhafte Notiz. Hier soll also dieses Horn gewesen sein. Alles klar, wir lesen mal. Abgeschlossen, liest die Nachricht. Triff dich mit dem Dieb des Horns. Ja, wir lesen mal erstmal. Wenn die Schrift da oben weggeht. Hallo. Alles klar, dankeschön. Drachenblut, ich muss mit euch sprechen. Dringend. Mietet das Drachenzimmer im Kast... Was? Nein, nicht das Drachenzimmer. Mietet das Dachzimmer im Kasthaus Schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Alles klar, Leute, also nach Flusswald. Oh mein Gott, was geht hier noch vor sich? Jetzt stellt sich wirklich die Frage, wer hätte bitte das Horn geklaut? Wer hätte noch Ahnung davon, dass wir das holen sollten? Vielleicht doch einer der Graubärte? Ich weiß es nicht. Seltsam ist es alle Male. Und ich muss immer noch, ja... Ich kann es mir sparen, in die leeren Ohren zu schauen, Leute, das weiß ich. Zack, da ist was drin. Gold nehmen wir natürlich mit. Hier ist eine schicke Truhe. Erstmal hier das Gold einsammeln. Gold ist immer schön. So, 186 Gold, Leute. Das ist immer richtig, richtig schön. Zauberbuch. Niedere Untote vertreiben. Ja. Zaubertrank, Silberhalskette, Stahlstulpenstiefel. Ja, können wir noch mitnehmen. Stab des Schutzgeist. Oh, ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Gold nehmen wir mit. Begräbnisurne. Gold nehmen wir mit. Das hier auch. Da scheint auch noch ein bisschen was drin zu sein. Und dann haben wir eigentlich hier drin alles, ne? Glaube ich zumindest. Ja. Es scheint so. Okay, dann lasst uns mal hier durchgehen. Ich nehme mal an. Wir können mal eben auf die Karte schauen. Da geht's dann wieder raus. Gott sei Dank geht's hier wieder raus. Also stellt euch mal vor, wir müssten durch das ganze Feuer wieder zurück. Und ich wüsste da nicht, wo wir uns dann zur Sicherheit zwischendurch hinstellen können. Ja, Ustenkräf. Ja, ab nach Ustenkräf. Aus dem tiefen Gewölbe heraus. So, einmal sind wir hier. Wo sind wir denn jetzt rausgekommen letzten Endes? Dort. Ja, dort waren wir da gar nicht, glaube ich, oder? Okay, jetzt sollte ich vielleicht doch wieder eine... Nee. Eine Fackel. So, zack. Mal die Fackel da rausholen und dann können wir hier auch ruhig in gewissens mal durchlaufen. Und hier ist der Hebel. Doch, hier waren wir doch schon mal drin. Hier waren wir schon mal drin, Leute. Das ist der Raum. Alles klar. Und die Truhe ist leer. Wir wissen Bescheid. Alles klärchen. So. Das heißt, wir laufen jetzt erst einmal
irgendwo in Richtung Ausgang. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo der Ausgang ist. Wir müssen nach rechts. So, zack. Einmal da lang, da lang. Ja, hier waren wir eindeutig schon mal. Das heißt, wir können ruhigen Gewissens... Moment, war hier denn jetzt noch irgendwas? Fellrüstung, ja, doch, kann man eigentlich mitnehmen, ne? Denn wenn wir eh gleich den Ausflug nach... Moment mal, hier sind ja noch Bücher, Biografie von Bachenzier. Alles klar, das habe ich ja gar nicht gesehen. Leute, könnt ihr wieder lesen? Ja, ihr wisst Bescheid, Pause drücken und dann passt das. Ansonsten könnt ihr den Teil natürlich auch überspringen, es sollte nicht allzu lange dauern. Ich zähle jetzt aber nicht extra die Sekunden, ja? So, okay, alles klar, das haben wir schon am Ende. Und hier haben wir noch die Geißel des grauen Bezirks. Ja, auch wieder hier das gleiche Spiel. Geht's irgendwas mit Morrowind, alles klar, zack. Nehmen wir einfach mal so mit. Und dann laufen wir in Richtung Ausgang. Ach, die Musik, die ist so schön mystisch. Wahnsinn. Gibt auch nicht viele Spiele, wo die Musik mich so extrem fesselt. Weil ich finde schon, Bethesda hat ja einen richtig guten Job gemacht und das Ganze passend halt dazu hinbekommen. Ne? Die Musik passt zur Atmosphäre, den Räumen, den Ruinen. Und es ist dark, wir sind rausgegangen. Wir sind außerhalb von Ustenkra, sag ich mal. Beziehungsweise der Eingang dahin. Und jetzt schauen wir doch einfach mal auf die Karte. Ja, die lokale Karte, die machen wir natürlich weg. Wir müssen... Ja, wir müssen ja ganz weit weg hier, ne? Da ist die Drachenfeste. Da ist Weißlauf. Und Leute, wir müssen hier hin. Flusswald. Ach du Herr Jemine. Vielleicht gehen wir aber auch erstmal nach Mortal. Und reisen dann von dort aus nach Flusswald. Leute, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich schau mal kurz rein ins Inventar. 213 von 340. Kommt, Leute, das machen wir mal. Das machen wir doch einfach mal. Warum denn auch nicht? Eine Markierung setzen, Markierung platzieren und dann laufen wir in diese Richtung. In diese Richtung erstmal. Aber bevor ich bin noch da. Das freut mich. Bevor wir jetzt weitergehen. Was braucht ihr? Ja, gebe ich ihr mal noch ein paar Dinge. Ja, liebe Utkert, ich danke dir jetzt schon mal dafür, dass du mir das ganze Zeug trägst. So, Stab des Schutzgeistes. Geben. Zwergenbolzen. Ja, okay, alles klar. Fallrüstung. Silberhalskette. Zaubertränke. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich noch von dem Zaubertrank der Heilung? Da haben wir noch 13 von. Ja, wenn wir ein paar mehr haben von der Heilung dann, von den Zaubertränken für die Heilung. Ich denke mal, das wäre eine Option, eigentlich die herzustellen. Aber wenn wir da mehr davon haben, können wir ihr was geben. Taktisch gesehen, wie bereits schon mal, ja, bei den letzten Videos irgendwo war das mit den Kommentaren drin. Verzeiht mir, dass ich es nicht mehr ganz genau weiß, aber das stimmt schon. Taktisch gesehen könnten wir es dann so wirklich hindrehen, dass unsere Bekleiderin, / Bekleider, dementsprechend auch, ja, die Gegner auf sich zieht. So, aber ich wollte hier auch noch dieses eine Buch. Mal eben, genau, Zauberbuch, beschworenes Schwert, das kann man ja schon. Aber Zauberbuch, niedere Untote vertreiben. Dass wir das auch noch gelernt haben. Denn wenn wir es einmal dabei haben, warum auch nicht, ne? So. Und ihr seht, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr frei. Und können entsprechend aufbrechen. Aber wisst ihr was, Leute? Wir haben jetzt Ustenkraft quasi komplett... Ja, alles aufgedeckt. Wir wissen, dass es vorhin nicht da war. Leider. Leider, Leute. Wie mies ist das denn? Wir haben schon so lange gebraucht, um hierher zu gehen. Ja, und dann ist das, Horn einfach nicht hier drin. Das ist der Wahnsinn einfach nur. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Gut, Leute. Wir begeben uns trotzdem jetzt auf die Jagd danach. Aber das machen wir nicht jetzt genau in diesem Punkt. In diesem Moment. In diesem Bad nicht mehr. Das machen wir im nächsten Bad. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal einfach wieder ein. Wenn es weitergeht mit The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dann, Leute. Ciao.